E-Mobilität ist der Trend in der Fahrradbranche und immer öfter hört man auch in diesem Zusammenhang das Thema Cargo-Bike. Nicht nur Familien, auch immer mehr gewerbliche Anbieter entdecken das Lastenrad als echte Alternative zum Auto oder Transporter. Der Markt wächst momentan sehr schnell, die Modellvielfalt wächst sehr schnell. Es gibt viele neue begeisterte User. Wir werden auf jeden Fall einen Anstieg der Cargo-Bike-Nutzung sehen, so wie wir es in Kopenhagen und Amsterdam auch schon haben. Da sind deutsche Städte noch ein bisschen hinterher. Das Expertennetzwerk Cyclogistics hat in einer Studie errechnet, dass mehr als die Hälfte aller innerstädtischen Transporte auf Lastenräder mit E-Antrieb verlagert und so jede Menge CO2 eingespart werden könnte. Der Kauf von Cargo-Bikes wird mittlerweile sogar subventioniert. Es gibt verschiedene Städte und Kommunen, die Cargo-Bike-Kaufprämien zahlen für gewerbliche User, aber auch für private User. Und auch der Bund zahlt seit März für gewerbliche große Schwerlasträder eine Kaufprämie von 25%. Nicht nur der Umweltgedanke spricht für das Cargo-Bike. Es ist auch noch extrem wendig und kann je nach Modell sogar 150 Kilogramm Gewicht zuladen.